Die Sportclub-Arena in Verl, irgendwo zwischen Paderborn und Bielefeld, Heimat des ortsansässigen SC und Austragungsort einer Pokalsensation. Hier warf der Regionalligist den FC Augsburg aus Runde 1 des DFB-Pokals. Wir haben auf jeden Fall irgendwas abgerissen, kann ich mich dunkel dran erinnern. Spaß. Es war gut, es war schön, es war lang. Und jetzt ist die Stimme wieder da. Der SC Verl, letztes Jahr Siebter der Regionalliga West, träumt zumindest mittelfristig von Liga 3. Man ist ambitioniert. Ja, das Spiel gegen Augsburg war Beweis genug, dass wir eben an guten Tagen auch wirklich jeden schlagen können. Und so gehen wir in jedes Spiel. Und was dann am Ende dabei rauskommt für uns als Mannschaft, welche Platzierung für die einzelnen Spieler oder für mich als Trainer, das kann man jetzt überhaupt noch nicht beantworten. Pokalrunde 1 gegen einen Bundesligisten, eine große Hürde, aber ganz offensichtlich keine zu große. Vor der ersten Runde hätte ich mir tatsächlich einen Kracher gewünscht, ohne jetzt irgendwie von oben herab zu klingen, weil ich meine, letzten Endes ein Verein wie wir, der SC Verl, der ist ja im Schnitt alle 10 Jahre oder alle 15 Jahre dabei, da wünscht man sich einfach Bayern. Das ist normal, das ist klar, das versteht auch jeder. Nicht der FC Bayern, dafür der aus Augsburg. Verl siegt 2:1 gegen den FCA. Solche Spiele gewinnst du nicht nur, weil du die bessere Taktik hast, sondern du musst total leidenschaftlich spielen. Du musst auch Matchglück haben und der Gegner muss sich ein bisschen unterschätzen. Diese Konstellation wird es wahrscheinlich auch nicht immer geben. Aber in dem Spiel haben wir davon profitiert. Es hat alles gepasst und wir sind dann auch verdient eine Runde weiter. Man hofft auf ein weiteres attraktives Los in Verl. Gerne auch ein schweres mit einer einzigen Einschränkung. Nach diesem Erlebnis am Samstag muss ich sagen, dass hier im eigenen Stadion vor fast ausverkaufter Hütte, das war so ein tolles Erlebnis für mich, für die Mannschaft, für den ganzen Verein, für die ganze Stadt. Da wünsche ich mir einfach eine Mannschaft, die, wo wir eben hier spielen können. Mhm. Wenn wir nämlich Schalke, Dortmund, Bayern ziehen würden, was auch super wäre, gar keine Frage, aber dann müssen wir natürlich ausziehen. Der SC Verl will es wieder tun. Noch eine Pokalsensation und die am liebsten zu Hause in seiner Sportclub-Arena.